Hallo und herzlich willkommen zur Pascom Trainingsserie. In diesem Video beschäftigen wir uns mit der Teamfunktion von Pascom. Sie haben bestimmt bereits Ihre Benutzer angelegt und ja, jetzt macht es Sinn, Ihre Benutzer in Grüppchen aufzuteilen, ja, zum Beispiel Support oder Vertrieb. Ja, und das lässt sich sehr, sehr schön mit der Teamfunktion auf der Pascom-Anlage lösen. So, Matthias, springen wir ins Geschehen. Ja. Was ist wichtig zu beachten bei Teams? Was sind die Vorteile? Und ja, also erstmal, wann brauche ich so ein Team überhaupt? Das ist so die Grundfrage, die sich da stellt, finde ich. Mhm. Und viele arbeiten mit Rufumleitungen. Mhm. Und das sollte man bei uns da genau nicht machen, sondern man sollte Teams verwenden. Dazu, ich mache mal ein Beispiel. Oft ist es so, ich habe die Zentrale. In der Zentrale sitzt irgendwer. Da mache ich eine eingehende Regel und sage, wenn jemand ruft meine Null oder irgendeine Stammnummer oder sonst irgendwas, dann wird es dort läuten. Derjenige ist aber jetzt nicht am Platz. Das heißt, der macht schnell eine Rufumleitung zu seinem Kollegen, Kollegin. Dann ist der Kollege auch nicht da, macht wieder eine Rufumleitung. Im Endeffekt weiß kein Mensch mehr, wo der Anruf dann rauskommt und wer gerade auf den Rufumleitung gesetzt ist und idealerweise dann noch im Kreis umgeleitet. Unsere Anlage verhindert sowas natürlich, aber nur so als Beispiel. Es ist nicht transparent und wird aber oft so gehandhabt. Dann kann man sagen, ja, dann habe ich halt ein Team, lege ich ein Team an, das ist sowas wie eine Rufgruppe. Dann habe ich Leute in der Rufgruppe und dann sage ich, aber das ist nicht dynamisch, weil wie geht denn das jetzt? Jetzt ist der weg und dieses Szenario, was ich gerade erklärt habe, wie mache ich das im Team? Es gibt dynamische Mitglieder. Das heißt, in der Zentrale habe ich 5 Leute, die möglicherweise dort arbeiten können und die können sich dann anmelden und wieder abmelden an dieser Zentrale, wenn die gerade arbeiten. Ich kann dann auch meinem Kollegen sagen, hey, spring schnell rein. Jeder sieht dann, wer gerade für die Zentrale arbeitet und wer nicht. Und ich kann auch sehen, wer gerade wartet. Das heißt, ich habe komplett mein Team im Überblick, was ich mit diesem Rufumleitungskonstrukt niemals erreichen kann. Ja, das ist also quasi der Unterschied, wann ich es hernehme. Schauen wir uns jetzt mal an, wie das aussieht auf der Anlage. Ich habe hier unter Benutzer die Teams. Ich habe bereits 2 Teams, Office und Support. Und ich füge jetzt ein weiteres Team hinzu und gebe dem eine Bezeichnung. Sales, Vertrieb, sonst irgendwas. Da gruppiere ich jetzt meine Leute, die ich habe. Die habe ich hier als Mitglieder. Einmal mich selbst hier, dann von mir noch ein paar andere. Hier sieht man schon, heißt es jetzt flexibel Nein. Flexibel Nein würde jetzt bedeuten, dass die immer Mitglied dieses Teams sind und dass sie nichts dran ändern können. Eine gemeine Einstellung, aber... Also immer dazu verdonnert, über dieses Team Anrufe zu bekommen. Ne? Man kann das auch als Fallback nutzen, weil es könnte auch sein, dass ich will, dass einer immer drin bleibt. Und dann habe ich einen da immer. Jetzt hat man es vorhin kurz schön gesehen, da konnte man auswählen, Warteschlange, Rufgruppe. Ja? Jetzt ist es so, wenn man sich mit Pascom beschäftigt, wird ja, einem zwangsläufig irgendwann dieses Wörtchen Teams um die Ohren fliegen. Generell ist es aber so, dass man ein Team, ja, doch so auch konfigurieren kann wie eine Warteschlange. Ja. Genau. Kann man. Man kann Musik einspielen und so weiter. Schauen wir uns noch an. Jetzt zuerst mal mit den Benutzern fertig. Ich mache jetzt mich hier mal als flexibles Mitglied. Vielleicht 2 flexible und 2 nicht flexible Mitglieder. Speichere das Ganze ab. Habe die neue Rufgruppe Sales. Anwenden nicht vergessen. Dann schauen wir uns mal an, wie das im Client ausschaut. Also ich kann jetzt hier dann das suchen und werde es nicht finden. Oder ich finde es halbfertig. Was richtig oder was wichtig ist, wir pushen die Rechte zeitgesteuert. Das heißt, es kann ein bisschen dauern. Wenn ich nicht warten will, dann ist es eine ganz gute Idee, mich hier einfach abzumelden und wieder anzumelden. Dann bin ich sicher, dass quasi alles wirklich gezogen wurde. Das ändert sich mit Pascom 19 natürlich und hat ein anderes Verhalten, aber das ist die sicherste Methode, um das zu machen. Jetzt habe ich mein Team Sales hier und ich sehe, dass jetzt hier 2 Leute angemeldet sind und die 2 Anrufe kriegen würden. Also ihr hört kein Telefon, aber ihr hätte eins. Und ich sehe, dass 2 deaktiviert sind. Der ist leicht ausgegraut, das bin ich selber, weil ich bin jetzt aktuell kein Mitglied hier. Wenn ich jetzt sage, ich möchte zu arbeiten beginnen, kann ich mich hier anmelden. Und dauert es ein klein wenig und dann bin ich hier online in den Angemeldeten. Gleichzeitig sehe ich jetzt quasi, wer hier alles mitarbeitet. Ich kann dann gleich mit dem auch chatten und so weiter und so fort.
Und ich kann hier bei Arten der Anrufer sehen, wer alles in meinem Team sich aufhält. Mhm. Sehr schön gelöst. Ja, das ist schön und es ist einfach in der Handhabung. Ich kann auch diese Team-Dinge auf ein Telefon legen. Das heißt, wenn ich jetzt nicht will, dass jemand sich am Client ab und anmeldet, weil er sagt, naja, den Client ab und anmelden, ich will das am Telefon regeln, gibt es zwei Dinge. Es gibt das Passcode-Menü auf den normalen Tischtelefonen, genau, ja. Dort kann ich mich an- und abmelden. Und es gibt auch die Möglichkeit, Sternchencodes auf die Lämpchentasten zu legen. Genau, gibt es übrigens schön dokumentiert auf der Homepage, die Star-Codes, Sternchencodes, ja, Funktionscodes. Doch, Passcode nicht. Kann ich mir das alles anschauen. Und habe dann für jeden eine gute Lösung, wie er schnell in so ein Team rein und rauskommt, je nachdem, was das für eine Art von Benutzer ist, der das am Telefon machen will. Mhm. Oder sonst. Jetzt ist es auch so, das Thema Teams oder auch Warteschlangen, ich erzähle es im Bootcamp gern, es ist sehr, sehr mächtig, man kann sehr viel einstellen. Was sind denn jetzt so die Basisdinge, die man ja generell einstellen sollte in den Teams? Wir schauen uns dazu so ein Team nochmal an, in diesem Fall unser Sales-Team. Wir haben hier einmal die Rufstrategie. Die Rufstrategie ist jetzt von Haus aus mal alle. Das ist recht leicht. Ich rufe dort an, jeder, der verfügbar ist, läutet. Jetzt gibt es hier ein paar Dinge, die man verstehen muss. Es gibt den Mitglieder-Timeout und der wird oft missverstanden. Den möchte ich kurz erklären an der Stelle. Mitglieder-Timeout heißt jetzt folgendes, sagen wir beide wären Mitglieder. Die Strategie wäre jetzt nicht alle, sondern nacheinander zuerst du und dann ich. Würde jetzt das Team gerufen werden, du läutest, weil du dich nicht ausgebucht hast, und dann würde der jetzt quasi bei dir für immer läuten. Weil du dich halt vergessen hast, auszubuchen oder sonst irgendwas. Der würde nie weitergehen in seiner Behandlung. Mitglieder-Timeout heißt jetzt, wenn ich da 15 eintrage, würde es 15 Sekunden bei dir läuten. Dann würde er zurückgehen in die Warteschleifenfunktion des Teams, würde 5 Sekunden dort drin verweilen und würde dann den nächsten möglichen suchen, das wäre dann ich, und würde es mir zustellen. Wenn ich alle Anklingeln drin habe, ist es so, er klingelt bei allen, zieht es wieder zurück in die Warteschleife nach dem Timeout und würde alle wieder versuchen anzurufen. Das Problem dabei ist, es wird oft als kaputt empfunden, wird dann gesagt, naja, jetzt läuten alle, dann ist es wieder weg, dann läutet es wieder, der ist immer wieder weg. Und das ist eben dieser Mitglied-Timeout. Den kann ich dann natürlich auch sagen, den setze ich dann höher, wenn ich alle beieinander habe, alle auf einmal. Wobei alle auf einmal sowieso fragen, wo die Rufstrategie ist. Also kommt es drauf an. Also Mitglieder-Timeout macht generell eigentlich immer Sinn, denn sobald der Anruf wieder zurückkommt in die Warteschlange, werden ja beim nächsten Mal, beim nächsten Durchführen der Rufstrategie wieder bestimmte Status geprüft und so weiter. Das könnte sich jemand eingebucht haben, ausgebucht haben. Also ich sollte immer einen Mitglied-Timeout setzen. Ich setze jetzt auf 20 Sekunden hier als Beispiel. Eine weitere wichtige Einstellung ist Wartemusik oder Freizeichen. Wenn ich Freizeichen habe, wird der Kanal nicht beantwortet. Ich habe ein ganz normales Freizeichen als Anrufer. Für den Anrufer fühlt es sich an, als wäre es gar nichts. Also würde er einfach anrufen, genau, und wird aber trotzdem verteilt und gequeued und alles gemacht. Wartemusik kriegt er Wartemusik, er kriegt sofort Wartemusik. Muss man vorsichtig sein, also wenn ich jetzt nur ein Team mache, Wartemusik, der ruft an und kriegt sofort Musik. Sollte ich natürlich noch Ansagen vorher machen und so weiter und so fort, kann man sich in unseren Videos oder Anleitungen anschauen, braucht man die Aktionen dazu, Aktionen vorher, Aktionen nachher, um das rund zu machen. Aktuell hier schaltet man das aber ein. Und dann kann man sich noch fragen, wie lange bleibt denn der jetzt insgesamt in dieser Warteschlange der Anrufer? Ewig. Woran liegt es? Woran liegt es? Schauen wir uns nochmal an. Hier bei erweitert sehe ich, es gibt keinen Timeout, weder intern noch extern. Und es gibt hier betreten, wenn leer ja, verlassen, wenn leer ja, nein. Das muss man auch nochmal verstehen. Das bedeutet, was ist leer? Leer ist, wenn sich der letzte Agent abgemeldet hat. Das letzte Mitglied hat sich abgemeldet und es ist eigentlich keiner drin, der den Anruf beantworten könnte. Wir haben vorhin kurz gesehen in der Teamübersicht, wenn alle grau sind, deaktiviert, wenn keiner mehr grün ist, dann sind alle abgemeldet. Sind alle weg. Ja. Und wir wissen, dass alle weg sind. Und dennoch ist diese Einstellung so, dass wir die Leute annehmen. Verlassen bei leer heißt, es wartet bereits jemand und der letzte meldet sich ab. Wir lassen ihn trotzdem drin. Also es ist kein Timeout gesetzt. Und diese beiden Optionen, und das bedeutet auf ewig.
würde der in dieser Schlange verweilen? Kann ich alles verändern? Ja. Ich kann wunderbare Szenarien machen mit Begrüßen und Abwerfen und zu dieser Jahreszeit und Tageszeit das machen und wenn Betriebsurlaub ist und wenn die Sonne scheint, kann ich alles einstellen. Das ist aber der Default, den wir hier haben, standardmäßig für das Team. Das ist es aber auch schon. Was kann ich jetzt, was sollte ich mitnehmen? Mitnehmen sollte ich diesen Mitglieder-Timeout, weil der schwer zu verstehen ist. Mhm. Mitnehmen sollte ich das mit dem An- und Abmelden, dass wir dynamische Rufgruppen haben oder dynamische Teams haben. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Und dass ich die Rufumleitungen damit tunlichst ersetzen sollte. Also eine Anlage, wo kein einziges Team konfiguriert ist, ist fehldesigned, genau, könnte man sagen. Okay, das wär's zu dem Thema Teams. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss. Bis dann.